Ich hoffe wirklich, ich werde die richtigen Worte finden. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich so ein Video mal machen werde. Aber Leute, was geht? Zu meinem allerletzten YouTube-Video. Ich sage euch jetzt schon mal, es wird extrem emotional. Es fällt mir auch sehr, sehr schwer, dieses Video hier zu machen. Und glaubt mir, ich würde euch niemals im Stich lassen. Es ist nicht eine Entscheidung, so die ich von heute auf morgen getroffen habe. Ich habe die letzten 2 bis 3 Jahre dafür gekämpft, dass es nicht an diesen Punkt kommt, dass ich aufhören muss. Aber alles hat irgendwann mal ein Ende. Genau ist, deswegen ist auch dieses Leben so schön, weil einfach alles so vergänglich ist. Und ich möchte euch wirklich danken für diese wunderschöne Zeit. Es war wirklich zwar mit die schlimmste, aber auch gleichzeitig die schönste Zeit meines Lebens. So, danke für alles, was wir erreicht haben. Danke an jeden Einzelnen, der mich einfach auf diesem Weg begleitet hat. YouTube ist nicht nur ein Hobby oder meine Leidenschaft, es ist mein Leben. Und damals mit 14 Jahren, als ich damit angefangen habe, war es einfach nur ein Weg, der schlimmen Realität zu entfliehen. So, und mittlerweile ist YouTube nicht mehr dieser Safe Place, der mal für mich war. So, YouTube ist der Grund dafür, wieso ich mittlerweile jeden Tag unglücklich aufwach, Depressionen habe und keine Lebensfreude mehr habe. Und ich habe die letzten 2, 3 Jahre so verbittert daran festgehalten und wirklich versucht, ich habe es so sehr versucht, dass ich diesen Traum weiterleben kann. Aber es kommt wirklich eine Hürde nach der anderen. Und jedes Mal, wenn ich denke, ey, jetzt läuft's gut, kommt etwas, was mich noch viel, viel mehr auseinandernimmt. Ich wollte schon immer von klein auf viel Geld machen und meine Familie aus der Scheiße holen. Sei es, dass ich Fußballprofi werde oder YouTuber. Und das mit YouTube hat 2019 geklappt. Es lief richtig gut. Ich habe richtig viel Geld damit gemacht im 5-stelligen Bereich. Und dann wurde ich abgehoben. Es hat was mit mir gemacht. So, der Teufel hat einfach meine Seele so übernommen. Ich hatte einfach Angst, das alles wieder zu verlieren und wieder an den Punkt zu kommen, wo ich einfach nichts habe. Diese Sorgen, was man eigentlich nicht als 14-Jähriger damals haben sollte. Ich hatte diese Sorgen, ey, wir haben nichts zu essen. Ey, ich hätte doch gerne auch diese verdammten 2 Euro, um mir da und da Essen zu kaufen. Wisst ihr, wie ich meine? So diese Filme, diese Kopfschmerzen hatte ich immer als Kind. Und wenn du dann auf einmal mit 19, obwohl deine beiden Eltern Hartz-IV-Empfänger sind und dafür schäme ich mich nicht, so auf einmal so viel verdienst im 5-stelligen Bereich, dann denkst du dir so, ey, du tust jetzt alles verdammt nochmal dafür, dass du der erste Millionär aus deiner Familie wirst und einfach jeden stolz machst. Und ich habe nicht verstanden, dass das nicht der richtige Weg ist. Für mich war es so, ey, dieses Geld kommt rein, also mache ich doch alles richtig. So, ich habe auf diese moralischen Werte, auf gut Deutsch gesagt, einfach geschissen. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Ich habe eine ehrenlose Aktion nach der anderen gebracht. Erst jetzt im Nachhinein merke ich, wie viel Scheiße ich angerichtet habe, wie dumm ich war, weil das macht einen im Nachhinein so unglücklich und so fertig, wenn du auf die Straße gehst, Leute dich auslachen, Leute dich beleidigen, du online nur Hate bekommst, obwohl das Einzige, was du willst, ist dazugehören. Und wie ich schon vorhin erwähnt hatte, es kommt eine verdammte Hürde nach der anderen. So, ich dachte mir, okay, jetzt läuft YouTube etwas schlechter, du machst nur noch deine 2.000 bis 3.000 Euro im Monat. Aber hey, das ist so, als ob du normal arbeiten gehen würdest und du machst immer noch das, was du am meisten liebst. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Dann auf einmal ruft mich mein Steuerberater letztes Jahr an und sagt, ja, Kollege, du hast 100.000 Euro Schulden beim Finanzamt. Und es ist nicht irgendwie Geld, was ich mir geliehen habe, sondern nur damit ihr es versteht, falls ihr Steuern nicht versteht. So, wenn du, sagen wir jetzt mal, im Monat 5.000 verdienst, dann sagt das Finanzamt, ey, du bist selbstständig, du arbeitest nicht für uns, für Vaters Staat, wir nehmen dir 2.000 Euro. So, und so war es bei mir. Ich habe meine 10.000 bis 15.000 im Monat gemacht und musste immer einmal im Jahr
das komplette Geld zusammenrechnen und die Hälfte dem Finanzamt geben. Da ich aber immer alles auf dem Konto hatte und meine Steuern immer sehr, sehr spät gemacht habe, weil ich jung war und mich nicht ausgekannt habe und eine Zeit lang gar keinen Steuerberater hatte und versucht habe, das selber zu machen, was eh die dümmste Idee war und wo ich extrem viele Nachzahlungen hatte, so kam dann 2020, wo es richtig krass lief, eine fette, fette Nachzahlung von 100.000. Und dann stehst du erstmal da mit zu dem Zeitpunkt deinen noch 22 Jahren und denkst dir, boah, verdammt, was mache ich jetzt? Ich hatte eine Zeit lang 200.000 auf meinem Konto und dann habe ich alles ausgegeben. Es kam nicht mehr viel Geld rein. Ich dachte, ey, das wird easy wieder reinkommen. Deswegen habe ich es auch ausgegeben. Ja, demjenigen Geld gegeben, demjenigen immer ausgegeben bei Freunden. Mein kleiner Bruder hat da einen 3.000 Euro PC gekauft, mit meinen Schwestern shoppen gewesen. Da 1.000 Euro ausgegeben, für meine Mutter Schuhe gekauft, da für 1.000 Euro. Besten Freund 1.000 Euro da geliehen, nie wieder gesehen. Anderen Freund 500 Euro geliehen, nie wieder gesehen. So diese Filme, wisst ihr, wie ich meine? Und dann hast du da auf einmal 100.000 Schulden und ja, auf einmal, jeder kennt dich nicht mehr, keiner kann dir gefühlt helfen. So, wisst ihr, wie ich meine? Die einzige Person, wo ich sagen muss, die ist immer an meiner Seite gewesen und es ist bis heute noch, egal wie schlecht es läuft, so wäre meine Ex niemals gewesen. Da bin ich mir sicher, ist Selina. Selina, meine Freundin, im jetzigen Zeitpunkt der herzvollste, liebste Mensch, wirklich. Ein Engel hat mir diesen Menschen geschickt. Ohne Selina, ich wäre in so viel krass tiefere Depressionen verfallen und dafür werde ich ihr mein Leben lang danken. Ich weiß, dass sie meine Seelenverwandte ist und ich weiß auch, dass ich mein Leben lang mit ihr zusammen sein werde. Und irgendwann mal, eines Tages, werde ich es wieder schaffen und finanziell stabil sein und ich werde es ihr so zurückzahlen, so, weil dieser Mensch hat wirklich all Glück auf der Welt verdient. So gute Menschen gibt es selten noch, wirklich. Und ja, ich habe mir letztes Jahr gesagt, ey, du nimmst dir ein Jahr Zeit und wenn du in diesem einem Jahr mit YouTube es geschafft hast, deine Schulden abzubezahlen, dann machst du weiter. Und wenn es nicht geklappt hat, dann musst du an den Punkt kommen, wo du sagst, ey, die ganze Geschichte hier lohnt sich einfach nicht mehr, weil du treibst dich immer mehr in die Schulden und die Sache ist, ich merke es ja selber und viele schreiben es mir auch in die Kommentare. Nicht nur, dass ich viele Beleidigungen bekomme, die mich sehr demotivieren, sondern viele schreiben auch in die Kommentare, es läuft nicht, du musst bald normal arbeiten gehen. Und jetzt ist der Punkt gekommen, ich habe mir sehr lange Gedanken gemacht und versuche anderweitig irgendwie mein Geld zu machen, um meine Schulden abzubezahlen, aber ich habe leider keine Zeit mehr für YouTube. Es ist einfach so, so gern ich YouTube weitermachen wollen würde, es geht einfach nicht mehr, weil ich hart auf hart 2.000 Euro im Monat verdiene. Davon sind wahrscheinlich immer noch 500, 600 Euro Steuern. Mit diesen 1.500 Euro, die ich im Monat mache, Tendenz nicht steigend, sondern YouTube läuft immer schlechter. Also ich weiß nicht, wo das Ganze hinführen soll, dass ich am Ende irgendwie, keine Ahnung, obdachlos werde oder so. So, ich muss mir unbedingt ein anderes Standbein aufbauen. So, und es geht einfach nicht mehr. Weil, sagen wir jetzt mal, ich würde wirklich gar keine Ausgaben haben, was auch nicht möglich ist. Ich muss irgendwie eine Wohnung finanzieren, ich muss irgendwie mein Essen finanzieren, meine Haustiere, so, die brauchen auch was zu essen. So, und wenn ich, sagen wir jetzt mal, 1.500 Euro safen könnte, es würde wahrscheinlich um die 5 Jahre dauern, wenn nicht sogar länger, bis diese 100.000 Euro Schulden abbezahlt sind. Und das kann ich einfach nicht so weitermachen. Ich merke einfach, wie sehr mich das psychisch runterzieht und einfach fertig macht. Und dazu kommt ja auch noch, dass ich komplett raus aus dem Algorithmus bin. Die letzten 2,5 Jahre wurde kein einziges Video von mir empfohlen. Einzigen Sachen, die angeklickt werden, sind die Sachen mit Selina. Und das auch nur von euch, also von den Leuten, die das Video in der Abo-Box angezeigt bekommen oder die selber danach suchen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Community habe. So, das ist jetzt quasi mein letztes YouTube-Video. Und ich glaube nicht, dass ich danach noch weitermachen werde, so weil es läuft einfach viel zu schlecht. Weil mich würde es mal ehrlich interessieren, wenn ihr wirklich mal ein Like da lassen könntet und bis hierher geschaut habt, so ob das Video eine gute Watchtime hat und ob das vielleicht jetzt mehreren Leuten empfohlen wird oder so. Und ich weiß nicht, es müsste sehr, sehr viel passieren, dass ich noch weitermache
So, ich habe euch ja die Fakten erzählt. Also ihr müsstet wirklich jedes Video geisteskrank supporten. Gefühlt jeder, der das Video schaut, müsste das Video von Anfang bis Ende schauen. Wenn nicht sogar doppelt und dreifach anschauen, einfach nebenbei laufen lassen. Und jedes Video liken. Aber da ich halt keine Community habe, natürlich, es gibt viele Leute, die mich supporten. Aber ich habe halt einfach mehr Hater. So, es freut wahrscheinlich auch viele Leute, diese Nachricht, dass ich jetzt so am Boden bin und aufhören muss. Und das macht mich selber umso mehr fertig. Aber ja, es ist, wie es ist. Weiß nicht, ob wir uns jemals wiedersehen werden. Und falls nicht, danke für diese 5 wunderschönen Jahre. So mit diesen ganzen Up and Downs. Ich liebe jeden einzelnen von euch. Ich bin euch alle geküsst. Es ist wie im Spiegel. Man sieht sich.